Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Dialog. Heute habe ich Anja Schäfer zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Anja. Vielen Dank, liebe Vanessa, für deine Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe ein bisschen bei dir rumgeschmökert, da auf deiner Webseite, und ich habe gesehen, du bist Botschafterin der Venusia. Du bist Autorin, du hast da auch kürzlich auch ein Buch geschrieben, was ich ganz toll finde. Du bist Übersetzerin von Englisch ins Deutsch und umgekehrt. Du organisierst Konferenzen, die mit dem Thema zusammenhängen. Und seit über 30 Jahren oder 30 Jahren bist du verbunden mit Omnek Onek, die ja "Ich komme von der Venus" geschrieben hat, wo sie ihr Leben beschreibt, wie sie als Kind hier einen anderen Körper übernommen hat. Oh, Nein. falsch, falsch. Aber einfach als Kind hierher gekommen ist. Sie hat ihren Körper, ja. Du kannst es Mitgebracht. auch jetzt genau, du kannst es dann das genau noch sagen, weil ich habe jetzt genau den Fehler gemacht von meinen alten Überlegungen, dass man den Körper übernimmt, aber sie hat ja jetzt sicher mit dem Körper gekommen. Und das ist ein großer Unterschied. Halleluja. Aber es ist gut, dass das passiert, weil das können viele machen, diesen Denkfehler manchmal auch. Also mal ganz herzlich willkommen zu diesem sicher wunderbaren Gespräch, das wir da führen werden. Und meine erste Frage habe ich hiermit gerade gestellt. Von Omnek Onek, kannst du ganz kurz so erzählen, wie sie hierher gekommen ist, damit es ganz klar ist? Das mache ich sehr gerne, Vanessa. Ich kann hier auch kurz das Foto mal in die Kamera halten. Ich könnte es natürlich auch, also das ist hier zum Beispiel ein Foto von uns beiden Hübschen im Jahr 1997 oder 98. Das kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen. Es ist auf jeden Fall 25 Jahre her, als unsere gemeinsame Freundschaft, irdische Freundschaft angefangen hat. Und ich finde das so spannend, dass du genau mit diesem, ja, soll man es als Fehler bezeichnen, mit dieser Sache angefangen hast, weil ich hatte genau das Gespräch gestern mit einem Freund von mir, der es nämlich auch genauso gesagt hat, ja, die ist ja als Seele in einen Körper gegangen. Die hat doch den Körper von einem anderen Mädchen übernommen. Und ich auch so, nee, nein. Es ist natürlich so. Ich habe das Gespräch auch neulich mit dem Daniel Bechmann auf seinem Podcast sagenhaft und sonderbar ausführlich gehabt, oder habe ich das mit ihm privat gesprochen? Denn er hat nämlich zum Beispiel sowas gesagt, so von wegen, ist ja alles ganz spannend und ganz schön und gut und du hast ja interessante Sachen zu erzählen und du machst ja so viele tolle Sachen. Aber das mit der Omnek-Geschichte, das kann ich nicht nachvollziehen, das glaube ich irgendwie nicht, ja? So, wie kann das sein und ist zu hoch, so ungefähr. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, es spielt ja keine Rolle, ob irgendjemand es glaubt. Das hat Omnek auch immer gesagt. Es ist wirklich irrelevant, ob du ihr glaubst. Sie hat überhaupt kein Interesse daran, dass jemand ihr glaubt. Sie hat ein Interesse daran, dass die Menschen anfangen, an sich selbst zu glauben. Und das ist schon mal Botschaft Nummer eins. Es ist irrelevant. Es geht hier nicht um Glauben. Und in meinem persönlichen Erleben mit der Omnek war es von Anfang an so, dass es mir nicht über den Kopf ging. Es ging mir nicht übers Glaubenssystem oder übers Denksystem, sondern es ging von Anfang an über eine innere Wahrnehmung. Also ein Wissen, eine Intuition. Und das ist eine andere Ebene des Spürens, des Lernens oder auch des Erfassens. Es ist ja nicht die mentale Ebene, die Informationen liest oder hört und dann entscheidet, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Das ist alles viel zu konzeptionell. Das ist wirklich eher etwas, was Zeit ist, überwunden zu werden, finde ich, und ersetzt zu werden durch echte Wahrnehmung. Und diese echte Wahrnehmung, die kommt aus dem Inneren, die kommt aus anderen, aus tieferen Schichten, aus der Seele. Damit habe ich die Frage noch nicht beantwortet. Ganz kurz gesagt, Omnek erzählt von sich selbst, und das sage ich auch, wenn überhaupt so, ja, wenn ich mich vorsichtig ausdrücke, weil ich habe es ja nicht bezeugt. Ich war ja nicht dabei. Ich war ja nicht physisch anwesend, als sie sich auf der astralen Ebene der Venus
einen Körper manifestiert hat und in Begleitung ihres Onkel Odins mit einem Raumschiff, einem UFO, auf die Erde gebracht worden ist. Und hier dann in Amerika den Körper eines anderen Mädchens nicht übernommen hat als Seele, sondern sie wurden physisch ausgetauscht. Sie hatten eine Zwillingsgenetik und aus spirituellen Gründen war das karmisch sozusagen erlaubt, es war auch notwendig und das war genau der Weg, wie Omnek sozusagen als Kind eingeschleust wurde. Und da gibt es, die ganze Sache ist insgesamt spirituell so eine komplexe Angelegenheit, dass den meisten Menschen, Vanessa, auch denen, die das Buch gelesen haben vor 25 Jahren, immer noch derselbe Fehler passiert. Sie sagen immer noch, wenn überhaupt sozusagen der Geist es sich bereit ist vorzustellen, dann können manche noch eher mit diesem Walk-in-Gedanken umgehen, also mit dem Seelenaustausch, ja, wobei der ja auch schon eine sehr spirituelle Thematik ist. Das macht man ja, lernt man auch nicht in der Schule, dass es das gibt. Und das gibt es auch. Da habe ich Ja. überhaupt keinen Zweifel daran. Omneks Geschichte ist einfach anders. Es ist eine physische Manifestation auf der astralen Ebene der Venus ins Physische gegangen und dann physisch auf die Erde gebracht worden, um hier ausgetauscht zu werden und so in eine Familie auf der Erde eingeschleust zu werden. Das ist der Unterschied, jetzt habe ich es verstanden, weil ich habe es wahrscheinlich wirklich falsch interpretiert. Sie hat zwar nicht ein Walk-in, weil ich kenne Walk-ins, da glaube ich auch daran, darum habe ich jetzt das mit Walk-in verwechselt, sondern es war ein Übernahme. Und das ist nicht dasselbe. Ein Austausch. Austausch, ja, also so. Eine Übernahme, selbst der Begriff ist ja nicht richtig stimmig. Sie hat praktisch, wenn überhaupt, übernommen, hat sie eine Lebenssituation, aber sie hat keinen Körper übernommen. Sie hat aber eine Lebenssituation übernommen. Ja, die Lebenssituation übernommen, im also ein Austausch gemacht Ja. und ein Walk-in ist ist ja ein Zusammenschmelzen und sie hat den Austausch gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir es mit Ja. einfachen Worten auseinandergenommen. Danke So dir. ungefähr, ja. Ja, es ist schon ein Unterschied und vor allen Dingen ist die Geschichte zum einen schwer nachzuvollziehen für viele, also gerade mental, gerade sehr, sehr logisch denkende Menschen, die sagen, weißt du, die kommen heute noch an, von wegen, habe ich jetzt gerade wieder auf einem Facebook-Kommentar gelesen im Zusammenhang mit den Konferenzen, die ich mich ja da auch manchmal traue, irgendwo rumzuposten, obwohl ich weiß, dass die meisten Kommentare oder viele Kommentare wirklich unterirdisch negativ sind. Ich kann da inzwischen aber mit umgehen. Mein Fell ist inzwischen sehr dick und ich bin sehr geschützt. Ja, aber sowas so von wegen so ein Quatsch und die von der Venus, da ist doch so heiß und das kann doch nicht sein. Und genau deswegen wird diese ganze UFO-Thematik bei uns immer noch nicht ernst genommen. Die Menschen, selbst die, die sich für außerirdisches Leben und für UFO und so weiter interessieren, viele haben diesen Sprung innerlich noch nicht hingekriegt, das auch nur für möglich zu halten, dass es also auch in feinstofflicheren Frequenzebenen auf anderen Planeten Leben gibt und nicht nur physisch. Und dass es in Omnex speziellen Fall sich nicht um die physische Venus handelt, ja, von der wir auch nicht hundertprozentig alles wissen, weil wir wissen nur das, was uns von der Wissenschaft erzählt wird. Also, es ist wirklich insgesamt alles wesentlich größer, wesentlich größer. Es ist sehr wesentlich größer, weil ich weiß es. Also ich habe eine innere Wahrheit, dass es Leben auf anderen Sternen gibt. Das ist. Ich werde manchmal auch ein bisschen scheps angeschaut und aber ich denke, ja gut, man muss es ja nicht glauben. Entweder man fühlt es oder man lässt es bleiben. Das habe ich gelernt. Und ich habe zu Beginn gesagt, du bist Botschafter Venusia. Und damit meine ich der venusischen Energie. Wie fühlt sich denn diese venusische Energie für dich an? Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich persönlich würde mich auch gar nicht an dieser Begrifflichkeit oder an diesem Wort venusisch sozusagen festhalten. Ich benutze es nur, weil es meine Linie ist sozusagen, ja, weil ich eben mit Omnek in Verbindung bin seit Jahrzehnten, wie wir wissen, und dadurch ist einfach und sie von sich ja erzählt, ich kam von der Venus, ne? So ist der Buchtitel. Und ich durch sie sozusagen, durch ihre Präsenz in meinem Leben, bin ich durch meine spirituellen Erwachensprozesse gegangen. Und diese Initiationen sozusagen, die ich selbst erlebt habe, um
aufzuwachen, die sind eben im Zusammenhang mit Omnek. Und ich würde mal sagen, nur mit Omnek. Es gibt zwar auch noch einen anderen Initiationsschlüssel, das ist der Diskus von Phaistos, der hier hinter mir steht. Der ist jetzt nicht direkt mit der Venus oder mit Omnek verbunden. Auch der hat bei mir eine Initiation ausgelöst. Aber angefangen hat es physisch praktisch mit Omnek. Und es ist meine Lebensmission, meine Aufgabe, diese Information, die sie gebracht hat und die auch in mir sozusagen meinen Erwachensprozess getriggert hat, weiterzugeben, sowohl zu verkörpern physisch als auch weiterzutragen. Es ist aber in Wahrheit göttliche Information. Ich sage nur nicht, ich bin hier eine Botschafterin Gottes. Würde wieder in eine völlig falsche Interpretation gehen. Doch in Wirklichkeit ist meine Identifikation eher sogar noch in die Richtung und die Venus-Energie oder die Venus-Information ist mein Prisma. Es ist das, was durch mich in mein Leben physisch gekommen ist und was eben meine Informationsschiene sozusagen ist, die ich verkörpere und die ich auch weitergebe. Macht das Sinn? Das macht Sinn, das macht sogar sehr viel Sinn. Und jetzt, wenn du hast gesagt, Informationen, die du weitergibst, und es ist wichtig, weißt du, es ist wichtig, dass man eine Schiene hat, wo man sich orientieren kann, auch der Zuschauer und die Zuschauer sich da orientieren können. Sonst zerfledert es irgendwo, sonst wird Ja, es und un es wird leicht total falsch interpretiert. Ich meine, guck mal, du musst ja nur mal dir vorstellen, wie würde jetzt das klingen, wenn ich sagen würde, ich bin Botschafterin Gottes. Ja, das würde jeder sofort mit einer Religion, mit dem Christentum oder mit irgendeiner Sekte oder ich weiß nicht was in Verbindung bringen. Das ist es aber nicht. Nein. Und diese Venus-Information sozusagen, die bietet auch einen gewissen Schutz, weil die wird schon von vielen entweder gar nicht ernst genommen, was nicht nur zum Nachteil ist, sondern es ist auch ein bestimmter Schutz damit verbunden, ja, wenn du nicht ernst genommen wirst. Du wirst auf jeden Fall nicht in irgendeine religiöse Schiene gesteckt oder in diese Kategorie reingesteckt. Wir brauchen aber irgendwelche Worte, um uns auszudrücken. Und deswegen, fein, ich kann gut mit der Venus, die liebe ich, ja. Doch wenn ich zum Beispiel daran denke, oder kommt ja auch manchmal vor, dass jemand das dann mit der Astrologie zum Beispiel in Verbindung bringt, ist es ja auch nicht. Das hat mit der Astrologie, obwohl ich auch Astrologin bin und ich weiß, was Astrologie ist, aber die Venus-Energie, die ich als Botschafterin sozusagen verkörpere und vertrete, die hat wiederum nichts mit dem Horoskop zu tun. Nein, hat sie gar nichts. Und wenn ich dir so zuhöre, dann kommt da wirklich ganz viel Begeisterung auch durch. Also es ist wie eine Lebensaufgabe, Ist es ist wie es. eine Berufung und ich glaube, das ist es auch für dich. Und was würdest du sagen, was ist der Hauptinformationspunkt, den diese Informationen beinhalten? Was ist die Hauptbotschaft? Dass wir Liebe sind. Das tönt so einfach. Ja. Aber das Also ist in Wahrheit die Kernbotschaft. Dass die Wahrheit, die Kernbotschaft ist die bedingungslose Liebe. Und diese bedingungslose Liebe zu erklären, zu verkörpern und über die eigene Energie zu leben, auszustrahlen und zu sein. Und das ist etwas, was dann wiederum einen Erinnerungsfunken weitergibt, so wie Omnek mir die Erinnerung gebracht hat. So bin ich jetzt sozusagen durch meine jahrzehntelangen Schulungen und Prozesse, die ich selbst durchgemacht habe, selbst jetzt sozusagen in der Funktion, es auf meine Weise ebenfalls zu verkörpern und weiterzugeben, weil ich bin ja keine Kopie von Omnek. Ich bin nur die Energie, die Omnek gebracht hat, die ist wie eine Vorlage, wie eine energetische Matrix, wie eine gewisse Informationsvorlage. Und weil Omnek und ich so eng miteinander verbunden sind, warum genau, weiß ich auch nicht. Vielleicht sind wir dieselbe Überseele oder gehören zur selben Seelengruppe. Oder es ist aus anderen Gründen einfach für dieses Leben wirklich so gestrickt, dass unsere Persönlichkeiten wirklich so gut ineinander funktionieren, ja. Denn ich war ja auch viele Jahre bin ich auch heute noch, das ausführende Organ sozusagen. Also ich habe mehr die männlichen Funktionen übernommen, ja.
Computer, die ganzen Öffentlichkeitsarbeiten. Ich mache die Bücher, ich organisiere, habe früher mit ihr die Fahrgeschichten gemacht. Also diese ganzen konkreten Sachen, die habe ich gemacht. Und Omnik war immer diejenige, die immer nur in diesem Sein, in dieser Liebe war. Das ist sie heute noch mehr denn je. Sie verwandelt sich, sie löst sich irgendwann wahrscheinlich auf in reine Liebe. Ich weiß nicht, ob sie dann ihren Körper zurücklässt. Ich nehme an schon. Es spielt keine Rolle, weißt du. Es könnte auch sein, dass sie aufsteigt, also dass sie den Körper mit Liebe, dass sie einfach in eine direkt aufsteigt, in die Moleküle sozusagen mitnimmt oder transformiert, ja, so wie ein Aufstieg eben passiert. Also es ist letztlich werden wir es sehen, ja, irgendwann, ob sie ihren Körper verlässt oder verwandelt. Es gibt da mehrere Varianten. Aber wenn du so fragst, die Hauptbotschaft oder die Hauptinformation ist tatsächlich, bedingungslose Liebe zu repräsentieren und zu leben. Und das ist eine große Aufgabe. Ich habe dir jetzt gut zugehört und ich weiß ja, dass das Männliche sehr verletzt ist, grundsätzlich, weil das wurde ja mal abgespalten vom Bewusstsein und seither sucht es die Liebe, die echte Liebe. Und ich habe dir jetzt zugehört, wie du deinen Teil beschrieben hast, den du da für Omnek gemacht hast. Und das mir kommt entgegen, du hast wie den männlichen Teil gezeigt, wie es ist, wenn ein männlicher Teil, ich sage extra Mann, nicht Mann, sondern männlicher Teil in echter Verbindung mit dem Weiblichen ist und etwas der Welt bringt. Das hast du wie eine Art Beziehung aufgezeigt, wie das geht, dass das in Harmonie geht, dass es ein Zusammensein ist, dass das wirklich ein echtes Paar ist. Eines ist im Sein, was sie als weibliches ganz stark lebt und du hast ganz stark ihr den Boden, den Halt, den Rücken, die Organisation gegeben, also den männlichen Anteil, damit sie nicht beides machen musste. Und ich glaube, das ist eure Gemeinsames. Das hast du vorhin gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Und dann kommt, das ist das Gemeinsame, das ihr habt, das aufzeigt, dass beide Teile oder beide Partien miteinander Großartiges zeigen und leben können. Also es kam mir jetzt so. Ja, das ist wirklich, wirklich, also ich sage dir ganz ehrlich, Vanessa, dass seitdem, also ich habe, ja, das hat ganz viel Tiefe. Natürlich sind wir jetzt kein Paar in diesem Leben, ja, wir sind ein spirituelles Team. Ja. Und boah, das hat so viel Macht und so viel Tiefe, diese Geschichte, ja. Also, wie ich schon versucht habe zu sagen, als Seele habe ich das Gefühl, dass Omnek und ich wie vielleicht nicht eins, wir sind jetzt keine Zwillingsseelen, die Omnek und ich, aber wir sind sehr, sehr nah. Und unsere Verkörperungen, unsere Verpackungen, unsere Persönlichkeiten, die ergänzen sich eben genau so, weil sie war und ist wirklich diese Reinform des Seins, der weiblichen Kraft, der totalen Hingabe, die lässt sich völlig führen, ja, von Gott. Also sie war ja von Anfang an in dieser Hingabe. Ja. Sie war nie eine Macherin. Die hat nicht mal einen Führerschein. Die kann gerade mal mit einem Telefon umgehen und mit einer Fernbedienung für einen Fernseher. Die benutzt kein Internet. Die mit diesen ganzen Geschichten, die mit dem System, was mit Geld zu tun hat, mit Konten zu tun hat, mit irgendwelchen Planungen, die alle über den Kopf, diese typischen männlichen Geschichten, da hat die nichts mit an der Mütze. Die war immer in dieser totalen zurückgelehnten Hingabe. Und die hat immer, und als dann die Funktion der Botschafterin aufgestiegen ist in ihr, weil das war ja erst später, also sie hat ja erst 1991 ist ihr Buch From Venus I Came, dann über die göttliche Führung, damals über Wendell Stevens, der war der Erste, der es dann auf Englisch in Amerika, es hat sich ja alles so gefügt, ja, die hat ja nicht nach einem Verlag gesucht oder so. Das ist ja genau das Weibliche. Das Weibliche lässt ja entstehen, lässt ja die Wellen des Göttlichen sich total führen. Die hat ja nie einen Widerstand gehabt und auch keinen Willen gehabt für irgendwas. Und dann kam ja diese Öffentlichkeitsgeschichte erst hoch und die ist ja sozusagen wie von sofort
in den deutschsprachigen Raum dann wiederum importiert worden, ja, oder aus Amerika exportiert worden. Und dann kam es 1994 zur ersten Veröffentlichung von Ich kam von der Venus. Viele, die uns vielleicht jetzt zuhören und die Omneck-Geschichte kennen, die werden sich auch noch an dieses Buch erinnern, ja. Und es war von Anfang an so, immer so, dass irgendeine männliche Energie sie begleitet hat, die für sie gemanagt hat. Damals waren es dann der, hatte sie einen Freund und dann hatte sie einen Musikproduzenten, dann hatte sie einen Verleger, ein Verlegerteam, was dieses erste Buch gemacht hat. Sie war immer diejenige, die in der Essenz als reine Liebe sozusagen nur da gewesen ist und sich hat führen lassen, ja. Und jeder, der mit ihr in Berührung gekommen ist, der ist angesteckt worden mit dieser Energie und hat seine eigenen, bei dem sind dann die Funken losgegangen. Es ist echt ein richtiger spiritueller Erwachensprozess, der da ausgelöst worden ist. Also mir kommt es so entgegen, du korrigierst mich, dass sie wirklich das weibliche Sein verkörpert, dass sie uns lehrt, wie es ist, im Sein zu sein, das, was wir alle als Leistungsgesellschaft ja verlernt haben. Und gleichzeitig lehrt sie aber auch, dem Männlichen zu vertrauen. Es wird schon getan. Also ich gebe es, ich empfange es, ja. Und dann habe ich Unterstützung, egal woher und egal wer. Aber es kommen die richtigen Leute, die dann das tun. Und dieses Tun, das ist reine Liebe. Also die für ihr etwas machen, die machen das aus der Liebe heraus. Und das habe ich vorhin auch so bei dir gesehen. Das ist deine Fähigkeit, dieses Organisieren. Das ist eines deiner Potenziale. Und du hast ihr dein Potenzial zur Verfügung gestellt, mit der Liebe gepaart, damit ihr das auf die Welt bringen konntet, weitergeben konntet. Diese Botschaft auch, schaut mal, was geschieht, wenn wir etwas im Team machen. Also, Genau. ihr habt eigentlich so gezeigt, das ist das, was in der neuen Zeit, also in der neuen Dimension gelebt wird, ist dieses, ich gebe mein Potenzial hinein, du gibst dein Potenzial hinein und gemeinsam geben wir der Gemeinschaft etwas. Also es berührt mich jetzt wirklich sehr, sehr tief, so dieses Erkennen oder auch dieses Wahrnehmen von, was geschieht, wenn sich ein paar in Liebe, also ein paar Leute, meine ich damit, ein Team, in Liebe zusammentun, was kann damit erreicht werden? Ja, das ist mächtig. Das ist so, so groß. Und die Omnic hat natürlich auf der anderen Seite, vor allen Dingen hat sie ja immer Gott, also der Schöpferkraft gedient. Ja, also sie hat ja, sie war immer sie selbst. Und das Männliche waren ja dann auch wechselnde Gesichter. Es war immer die männliche Kraft, die ihr die Form gegeben hat, durch die sie dann wiederum diese Liebeskraft, die sie ja repräsentiert, und die sie verkörpert, weitergeben konnte und zum Ausdruck geben konnte. Deswegen haben über die Jahrzehnte natürlich auch die äußeren Menschen gewechselt. Und ich bin wirklich diejenige, die beständigste ist. Also ich, obwohl ich ja eine Frau bin, aber vielleicht gerade weil ich eine Frau bin, es ist ja auch mein Erwachensweg oder mein Weg, diese männliche Energie sozusagen auch vollkommen in die auszuleben sozusagen, ja, und auch zu heilen, weil ich habe das ja dadurch auch in mir in die Heilung geführt und jetzt erwacht das Weibliche in mir und kommt Genau. total in die Balance. Das ist so krass, Vanessa, weil gerade vor 2, 1,5 Jahren habe ich meine dritte Einweihung erlebt. Also da ist mir in einer so intensiven Weise mein Herz aufgegangen, dass ich noch tiefer in die Liebe gekommen bin als schon vor 25 Jahren, weil durch Omnek habe ich die erste Liebeseinweihung bekommen über einen Blick, ja. Und ich habe sozusagen, das hat so viel losgelöst an Transformationsarbeit, wofür ich sozusagen damals gesagt habe, hey, in diesem Leben bitte nicht mehr, ich habe genug, damit fertig zu werden. Und das alles, das ist wirklich krass. So ein Erwachensprozess ist kein Zuckerschlecken, weil es ist sehr schmerzhaft. Es kann verbunden sein mit physischen
Ich habe viel zugenommen. Ich habe immer noch ein Thema mit dem Gewicht, aber jetzt ist es ein bisschen mehr in Balance. Aber damals war es so krass. Ich bin so richtig auseinandergegangen. Ich habe ja, also es ist so viel, vieles ist in meinem Buch verarbeitet, weil 2022 gab es eben sozusagen dann die nächste Liebesspritze, ja. Also weißt du, nochmal sowas in der Art, aber nicht durch Omnic, sondern anders. So nach dem Motto, okay, die geistige Führung hat entschieden, jetzt gibt es den nächsten Schub, weil erstens bin ich bereit, das andere ist integriert und zweitens werde ich gebraucht. Ich soll jetzt also die Botschaft noch viel, viel stärker selber verkörpern und auch selber sprechen. Ich soll selber Vorträge halten, ich soll selber organisieren und diese Sachen einfach noch viel, viel mehr jetzt auch in die Außenwelt bringen und nicht mehr nur Omnic sozusagen das Täschchen hinterher tragen, was ich ja fast, weißt du, symbolisch 25 Jahre gemacht habe. Es geht jetzt noch viel mehr in die andere, in eine Richtung, ja, nach außen. Ja, du gehst einen Schritt weiter, wenn ich das so sagen darf. Und zwar zeigst du auch mit diesem Schritt, dass es möglich ist, beide Kräfte in sich zu vereinen. Und sie hat dir den weiblichen, sie, also Omne kommt mir entgegen, hat dich wie geöffnet für das Weibliche, Ja. dass du gesehen hast, wenn ich dem Weiblichen vertraue, dann kann mir gar nichts geschehen. Also das, was mir so wirklich mit vollem Herzen, so ganz offenem Herzen entgegenkommt. Und wenn du jetzt das miteinander verbinden kannst und das zum Beispiel, du hast gesagt, du machst Konferenzen, Ja. dass das dort in diesen Konferenzen sehr stark auch zum Ausdruck kommt, wer denn alles dabei sein wird und wen du da einlädst und was das Thema dieser Konferenzen ist. Nehme ich übrigens Weißt du, wunder, was das Thema ist. wo habe ich sie jetzt hier? Das ist ja gerade das Krasse, weil gerade diese Konferenzen repräsentieren das Männliche und das Weibliche. Das ist schon von der inneren Führung und von der geistigen Führung sozusagen so durch mich überhaupt in die Form gebracht worden oder wird durch mich in die Form gebracht, ja, weil ja eben ich diese Initiation erlebt habe. Dadurch ist das in die angestoßen, dass das Weibliche und das Männliche in mir in die Balance kommen. Und die Organisation zum Beispiel dieser Events ist ein physischer Ausdruck davon. Genau. Das ist, und damit gebe ich sozusagen eine Vorlage energetisch, ja, über diese Orte und über diese Menschen, die da alle hinkommen, dass auch die in ihre Heilung und in ihre Balance kommen. Das ist der Sinn dieser Konferenzen. Es ist ein Aufzeigen, dass es miteinander in Zukunft geht und nicht mehr gegeneinander. Und es Es sind geht um auch die ein Heilung. Es Zeichen geht wirklich um die Heilung des Heilung. göttlich-männlichen und des oder um die Heilung des verletzten weiblichen und des verletzten männlichen und um das Erwachen des göttlich-weiblichen und des göttlich-männlichen. Und das ist seit Tausenden von Jahren in unserem System durch die Manipulation und Kontrolle total verzerrt und total gestört, total riesig tief verletzt. Und das ist jetzt das, was jetzt durch uns über diesen Weg in die Heilung findet. Und dann finden wir dann unsere Macht zurück und dann befreien wir damit unseres Selbst und die Erde. Das ist der Weg des Lichtes. Ja, wir bekommen dadurch die innere Freiheit. Und also was auch so meine Erfahrung ist, ich bin ja auch schon sehr, sehr, sehr lange auf dem Weg. Und das, was du gesagt hast, die Schwierigkeiten, die kenne ich. Es ist nicht immer Zuckerschlecken. Sondern es ist wirklich harte Arbeit, Ja. die wir da immer wieder geleistet haben, um bewusster zu werden. Es geht wirklich darum zu erkennen, was ist denn überhaupt Bewusstsein? Und was ist echte Liebe? Die Liebe wird in so vielen Dingen auch benannt, was gar keine Liebe ist. Ja. Und ich habe letztens, ich habe dir ganz im Vorgespräch gesagt, da ich ja Medium bin und in einem intergalaktischen Konföderation unterstellten Lichtkreis, wir besuchen Sterne. Von daher ist mir das ganz klar, dass die Energien da sind. Wir waren auf der We oder mit den Venusianern in Kontakt. Und mir kam etwas so Sanftes, Liebevolles entgegen, aber Klares und Fließendes. Also es war so wie Wasser. Wenn man sich vorstellt, Wasser durchdringt hier alles, ja? Und so durchdringt, wir haben ein Bild bekommen von Liebe durchdringt alles. Und das Einzige, was man noch haben kann, ist Mitgefühl mit sich selbst und den anderen und Dankbarkeit.
und Vertrauen, dass das, was da fließt, okay ist. Man muss es nicht benennen. Also das war so das Geschenk, das wir dort, wir waren fünf, das wir dort bekommen haben in dieser Begegnung mit dieser venusischen Informationsenergie, wie ich es nenne. Und das ist genau das, was du auf deiner Konferenz auch möchtest, das Aufzeigen von, bitte beendet den Kampf und kommt in den Frieden. Ja, und je mehr ich mit dir spreche, desto mehr erkenne ich, dass eigentlich die venusische Kraft die Kraft ist, die uns die Liebe lehrt. Und ich mache einen kleinen Abschwenker. Und die Plejaden lehren uns den Frieden. Jedes Sternenvolk hat wie eine Aufgabe, was es uns wieder vermitteln will oder wecken will oder wieder näher bringen möchte. Und von daher ist das mit der Venus, finde ich, total überwältigend, sage ich Ja, jetzt mal. ist es auch, finde ich Ja, auch. ja. Und so diese Informationen, wie können wir für uns eine neue Welt erschaffen, dass es nur in Liebe geht, die finde ich wichtig. Und dass man den Körper nur mit Liebe halten kann und nicht mit Kampf. Es sind alles solche Informationen, die so wertvoll sind, damit es uns leichter fällt. Ja, uns der Liebe wieder hinzuwenden und zu vertrauen. Viele haben ja das Vertrauen in die Liebe verloren. Ja. Ja, also von daher, das, was du da erzählst, das finde Weil ich die sehr. Liebe mit Konzepten verbunden ist für die meisten, ja. So von wegen, es ist ja, die Omnek lehrt ja, was bedingungslose Liebe ist. Und bedingungslose Liebe ist erwartungslos. Die lässt frei. Die lässt geschehen, die hat keine Konzepte im Kopf, die sagt nicht nur, wenn du so und so und so dich verhältst oder wenn du so und so und so bist, dann ist das ein Ausdruck von Liebe. Das ist genau dieses Bedingte, was so krank ist, was falsch ist, was nicht echt ist, was auch keinen Bestand hat. Was Bestand hat, ist der Fluss der bedingungslosen Akzeptanz, weil die Liebe ist ja in Wahrheit. Ich lasse den anderen, wie er ist, und ich akzeptiere ihn, wie er ist, und mich selbst natürlich auch. Ich kann dir noch was mir wirklich, was ein Schlüssel, eine Schlüsselerfahrung, würde ich gerne noch teilen, an die ich immer wieder denken muss, wenn ich in dieser Energie bin von Omnex Liebe. Weil ich kann mich so gut daran erinnern, da waren wir noch in Landshut. Ich habe damals in Landshut 1997, wo ich dieses Foto auch gezeigt habe, das war in meinem Laden, ja, in meinem Buchladen. Ich hatte einen esoterischen Buchladen aufgemacht. Das war ja auch schon so eine seelische Führung, die mich aus Berlin nach Bayern exportiert hat. Und ich wollte dort einfach diesen Laden aufmachen, weil mich schon immer diese Suche nach esoterischen Informationen und spirituellem Wissen interessiert hat. Und ich das einfach in Berlin, das war mir zu groß und da wollte ich nicht. Aber in Landshut habe ich dann dieses Geschäft aufgemacht und letztlich war es natürlich auch genau so richtig, weil ich dann dort mit der Omnek zusammengeführt worden bin. Da sind wir uns das erste Mal physisch begegnet. Und das erste Mal, als wir zusammen waren, da war es für mich überwältigend. Ich war im Stress, ich war überfordert. Und es war einfach alles unglaublich viel losgelöst, sozusagen, losgetreten, weißt du, diese ganze Energie, dieses ganze Wow und so. Und dann kam die ja ein halbes Jahr später zum zweiten Mal und ich war wieder Wow, aber ich hatte ein halbes Jahr Zeit, um mich so ein bisschen an das Ganze zu gewöhnen. Nicht nur an die Information, sondern auch an die Energie und die Information von der Omnek aus dem Buch und so. Und da sind wir dann, und da ist dann auch das erste Mal bei mir so ein bisschen Ruhe eingetreten, als wir im Workshop zusammen saßen und da war dieser Blick, da hat sie mir dann diesen Blick, ohne es zu wissen, das ist ja auch Führung, die sagt ja nicht so, jetzt muss ich heute der Anja irgendwie eine Einweihung über den Blick geben und glotzt dich an. Nein, das passiert einfach, weil mein Herz, meine Ruhe war geöffnet offensichtlich und dann konnte ich das empfangen. Ich konnte den Blick empfangen. Und es war das erste Mal dann auch, ich war wirklich wieder so richtig, da war ich dann aber innerlich, dass ich es auch ausgesprochen habe. Ich glaube, beim Abendessen oder so habe ich gesagt, hey, ich muss euch echt was erzählen. Ich habe heute das erste Mal Liebe gefühlt.
Ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt. Ich war so ausgedehnt und so rund und also da ist einfach energetisch was passiert. Und in der Folge dann sind Omnik und ich, offensichtlich war diese Information, die ich dann also auch ausgesprochen habe, auch für sie wichtig, damit sie auch noch mal klarer spürt, ja, okay, die Anja, mit der ist was. Das wusste sie vielleicht immer, ich müsste sie da mal glatt nachfragen, aber ich glaube, dass manchmal ist es auch so, wenn du etwas aussprichst, dann fühlt ja auch dann physisch das Gegenüber, hey, da ist was wichtig, ja? Und das hat wiederum eine ganz wichtige Wirkung, als wenn du es nur für dich behältst. Deswegen ist auch dieses Aussprechen von dem, was im Herzen ist, so extrem wichtig. Und das habe ich dann da gemacht, weil mein Herz ist einfach aufgegangen und ich habe es in der Gruppe geteilt. Und das war wichtig für Omnek auch und für alle. Und dann sind wir ja auch privater geworden. Und eines Abends und zu der Zeit, das war übrigens, das traue ich mich jetzt zu sagen, zu der Zeit, da haben wir gerne und viel Wein getrunken. Ich habe damit irgendwann mal komplett aufgehört, weil ich habe es dann echt übertrieben. Aber Omnik und ich, wir waren beide Göttinnen im Übertreiben. Also wir haben wirklich gerne viel Wein getrunken. Und ich weiß auch im Nachhinein, ich habe sogar ein Buch drüber geschrieben, über Alkohol und so weiter. Es liegt aber in der Schublade, weil das ist wirklich krass, ja. Auch weiß ich nicht, ob ich das mal rausgebe. Aber in der Zeit mit Omnek war das definitiv etwas, was also auch spirituell eine Funktion hatte, weil es entspannt hat und weil es geöffnet hat und weil es wirklich auch Kanäle, ja, es hat einfach Behinderungen und Blockaden runterfahren lassen. Und die Omnek, die ist dann auch manchmal so emotional geworden. Und eines Abends, da saß die bei mir auf dem Sofa in Landshut. Ich sehe die noch vor mir und wir hatten wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Wein getrunken. Ich saß auf dem Fußboden und die saß auf dem Sofa mir gegenüber und dann fing die an, mir Liebeserklärungen zu machen. Aber so intensiv, dass es energetisch bei mir Kracke gemacht hat. Also es hat bei mir in der Frequenz, in meinem aurischen Feld, ganz viel bewegt, weil die hat mich mit so viel Liebe überschüttet. Die hat wirklich, der sind die Tränen gekommen, die hat geweint. Ich weiß nicht, wie lange sie da saß. Ich habe keine Zeit in Erinnerung, aber die hat geweint und hat mir immer wieder gesagt, Anja, ich liebe dich so sehr. Du bist so wundervoll und du machst so viel für mich. Und ich habe dann noch, ich war ja noch blockiert. Ich habe gesagt, was? Ich mach doch, was mache ich denn? Ich mach doch, ist doch alles ganz normal. Und ja, du weißt gar nicht, was du für mich alles tust. Du weißt es gar nicht. Und ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Und damit hat die nicht aufgehört. Die hat mich platt geliebt, verbal und energetisch. Die hat mich vollkommen fertig gemacht. Ja, das mir kommt entgegen, es ist einfacher, Liebe zu geben, als Liebe anzunehmen. Das war ein wichtiger Prozess, weil wir geben gerne Liebe, ja, wir machen gerne etwas für den anderen, aber das uns ja, also hallo, ist das doch normal, was ich tue, wie du das so sagst. Dabei, was hätte sie getan ohne dich? Ja, sie brauchte den zweiten, den anderen Part. Ja, um vollständig ihre Aufgabe machen zu können. Und ich glaube, sie hat auch noch andere Schichten in mir angesprochen. Ja, sie hat ja da auch schon, sie war und ist ja multidimensional. Ja, Sie hat ja. ja also nicht nur als inkarnierte Omnik gesprochen, sondern sie hat ja auch noch Seelenanteile. Sie hat mir ja wirklich eine riesen Portion Seele damit übermittelt. Ja, damit Ja. war ja mein kleines Ich, Gott sei Dank hatte ich einen besoffenen Kopf und konnte das gerade noch, dass ich mich erinnern kann. Ich erinnere mich super klar daran. Aber was da energetisch, ich war sozusagen geöffnet und dann konnte dieser Liebesschwall mich also auch in mehreren Ebenen erreichen, im Herzen, in der Seele, im Geist, ja, der Geist, der Verstand musste ja aufgeweicht werden, weil der hat ja gesagt, was denn, ist doch alles ganz normal und so. Aber die anderen Energiefelder, die sind erreicht worden. Und das ist der Prozess, Vanessa, der
hat von diesem Zeitpunkt an bei mir so viel in Bewegung gebracht, in meinem ganzen Bewusstsein. Diese ganzen Bewusstseinsprozesse, die in den Jahrzehnten danach gelaufen sind, die waren alle dadurch ausgelöst, dass die Omnek mich mit dieser Liebe überflutet hat. Überflutet hat. Aber das ist auch die Information, die du auch heute weitergibst. Liebe den Geist, oder? Liebe dein ganzes Wesen, liebe deine Seele, liebe deine Herkunft, du herkommst. Also ist das, was ich jetzt von dir höre. Also es gibt nichts, wofür du dich ablehnen kannst. Es ist alles einfach, du bist aus der Liebe entstanden und du bist Liebe, ganz egal, woher du kommst und welcher Teil von dir das jetzt gerade da ist. Und das sind die, finde ich, wunderbare Botschaft. Und die können nur mit dem Herzen empfangen werden. Jemanden, der das über den Verstand versucht zu verstehen, schwimmt, sage ich jetzt mal. Ja, oder lehnt ab. Also es kann auch wirklich Ja, dann diese schwimmt und schwimmt Abwehr ab. geben, ja, weil gerade männliche Energie, ja, die kann sehr, sehr dicht sein. Das ist ja etwas, ja. Wir haben ja nun mal diese Materie, also diese Verdichtung auch und die logisch, das logische Denken, also die, so wie in einer alten in einem Fernsehinterview in den USA, in der Jerry Springer Show, da waren ein paar Figuren eingeladen und ein Wissenschaftler hat ein Feuerzeug gezückt. Und war der Meinung, er müsste ja Omnek ankokeln können, weil sie käme ja von der heißen Venus, also müsste sie doch ganz, ganz entspannt mit Feuer umgehen können. Weißt du, wie verbrettert, ne? Also es Ja. war unmöglich für diesen Geist, ich weiß nicht, ob der sich irgendwann gelöst hat oder so, aber so erlebe ich ja jetzt auch heute noch die ganzen Kommentare, also nicht die ganzen, Gott sei Dank, aber viele Kommentare, die einfach, da antworte ich auch nicht drauf, weil ich gehe gar nicht in diese Diskussion von erklären wollen oder überreden wollen. Ich antworte, wenn ich gefragt werde. Aber wenn einer sagt, die spinnt, weil auf der Venus ist 500 Grad und das ist Quatsch und macht dadurch sozusagen die Tür zu, dann sage ich, okay, dann bleib, wo du bist, ja, bleib mit deinem verschlossenen Verstand. Weißt du, es werden die Menschen auch dieses Interview hören, auch deine Botschaften hören, an die Konferenz kommen, die auf der Suche sind und die geführt werden. Ja. Und das werden die richtigen Menschen sein, die dann da sind. Und die werden das Licht auch weitertragen. Weil wenn sie nur ein Quäntchen von der großen Liebe mitbekommen, die da sein wird, wenn sie nur dieses schon mit nach Hause nehmen, hat das Wirkung, weil man kann nicht lieben und kämpfen. Es geht nicht. Und ich sage immer, wenn ich die Liebe, die ich empfinde, wenn da nur ganz klein wenig im Außen ankommt, dann kommt doch schon, dann geht's doch weiter. Und ich glaube, das ist es, warum wir auch mehr, also so nicht so auf der Riesenbühne stehen, sage ich jetzt mal. Also du mit deiner Konferenz dann schon, ich noch ein bisschen weniger, weil wir arbeiten auch mehr direkt im Alltag, an Ja. der Basis. Und das ist wichtig. Also arbeiten ist auch falsch gesagt, sondern wir leben das, was wir fühlen und strahlen das aus, was wir fühlen. Und nehmen in Kauf, dass man uns ein bisschen belächelt. Wir nehmen aber auch in Kauf, dass es Leute gibt, die uns auf Protest stellen, damit wir die wieder runterholen können. Ich bin nicht da oben und ich bin nicht da unten. Ich bin gleichwertig. Und das hat auch ganz viel mit Respekt vor dem anderen zu tun und seiner Haltung oder wo er drinsteckt. Und das ist auch ein Riesenanteil der Liebe, die ich so empfinde. Bewusstsein hat viel mit Respekt zu tun und Akzeptanz. Das kann ich nur, wenn ich mich selbst annehme. Und das geht nur, wenn ich mir bewusst werde, wo habe ich noch Liebe und wo verstecke ich sie noch. Ja, genau. Ja, also welcher Teil da darf noch, ist noch in der Herzen, in der fünften Herzkammer versteckt, ja, den ich da nach vorne holen darf und welcher Anteil habe ich schon nach vorne geholt? Ja, das Das sind erfordert halt auch Selbstreflexion, ja. Also gerade die innere Arbeit, die finde ich auch persönlich sehr wichtig. Die ist bei mir auch in den letzten Jahren, seit meiner letzten Folge Herzöffnung hinzugekommen, so von wegen, was triggert mich, ja, was tut mir weh, wo fühle ich mich kritisiert, wo fühle ich mich verletzt, wo kann ich Erwartungen in mir detektieren, ja, also du musst wirklich, also ich bin immer mehr auch ein Detektiv für mich selbst geworden, um das dann wiederum in mir, in die Liebe zu schwingen, was eben selbst noch in einer, wie du sagst, in einer Kammer versteckt ist, ja. Da kann man eine Menge
forschen. Und oh, ja, also es ist Witzig. echt eine große Nummer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Seelen, die sich dahin gezogen fühlen auf die Konferenzen, das sind schon fast mutige Seelen. Und das zeigt auch wirklich ein Zeichen unserer Zeit, dass wir jetzt im Jahr 2024 so eine gebündelte, ich zeige das mal gerade jetzt die von der Venus mit, naja, eigentlich zeige ich nochmal beide rein, ja, Weißt du weil was? das Besondere ist ja, du hast ja hier auf beiden Konferenzen Dr. Raymond Keller und Omnek Onnek und die anderen. Die anderen sind alle ganz wichtig. Es ist, alle sind wichtig. Jeder Gast ist wichtig, jeder Einzelne ist wichtig. Nur die Omnek und der Ray und ich, wir sind schon so eine gewisse Herzenstrilogie, die schon echt ein ganz schön mächtiges Feld der Liebe da reinbringt. Und die, die da dabei sind und die sich da hingezogen fühlen, ich glaube nicht, dass da einer eine Chance hat, unverändert rauszugehen. Geht gar nicht. Da geht es nicht nur um die Übermittlung von Informationen, ja, obwohl die Vorträge spitze sein werden und die werden auch toll präsentiert und das wird, es gibt Bücher und es gibt ganz Tolles, aber es gibt vor allen Dingen einfach auch die Möglichkeit, gleichgesinnte Seelen zu treffen. Da werden sich Seelen treffen, die haben sich seit Hunderten oder Tausenden von Jahren nicht gesehen. Die werden sich wiederfinden auf diesen Events. Und es wird einfach auch wirklich Bewusstseinsprozesse auslösen, ja. Und Erwachensprozesse und Herzöffnungen, ganz gewiss auch. Also das ist nicht nur eine rein mentale Konferenz, also beide nicht, ja, obwohl sie dieses männlich-weibliche gewissermaßen repräsentieren, so sind sie doch nicht nur für den Kopf oder nicht nur für das Herz, sondern es ist jeweils, um genau diese Balance in uns zu erwecken und wieder zu heilen, ja. Und das ist ein wunderbares Schlusswort, wenn ich so sagen darf. Du hast so jetzt gerade so zu heilen, zu wecken, miteinander zu verbinden. Wir werden noch unten dran schreiben beim Video, wann der Kongress ist und wo, damit das auch die Leute nachlesen können. Ich wünsche auf alle Fälle jetzt schon ganz, ganz viel. Ein riesengroßes Feld von Liebe, das da fließen darf. Und dir, liebe Anja, wünsche ich ganz, ganz viel Freude weiterhin mit deiner Arbeit oder deinem Sein als Botschafterin der Venusia. Ich nenne dich jetzt so, weil das ist deine Schiene und da bist du zu Hause und du bist eine Liebesbotschafterin. Und da danke ich dir ganz herzlich für dein Sein. Ich danke dir, liebe Vanessa, für die Einladung und dafür, dass ich so frei in solchen Tiefen jetzt auch mich ausdrücken konnte und durfte. Du hast mir einen wundervollen Rahmen gegeben und einen wundervollen Raum. Ich danke dir sehr. Danke. Sehr gerne geschehen.